Denken würde ich nicht so direkt sagen, sondern ich war eher neugierig, wie das alles funktioniert und wie das aufgebaut ist, ob ich das alles so verstehe, aber es erklärt sich eigentlich von selber. Bei mir hat auch die Neugier ganz klar überwogen und ja, nach dem Motto Try and Error einfach mal ausprobieren. Ich hatte natürlich Bedenken oder Sorge, ob die LAG-Mitglieder das mitmachen, ob es verständlich ist, ob es gut ankommt, weil wir das ja nun wirklich zum ersten Mal gemacht haben. So sah es aus. Wir arbeiten in den Projektwerkstätten in echt mit Moderationswänden, wo wir eben klassisch Moderationskärtchen aufschreiben. Und deswegen ist ja das hier in Anlehnung an eine Moderationswand eben auch angepinnt. Und weil es das erste Mal war, haben wir hier eben links eine Erklärung PW Projektwerkstatt. Dann gibt es das gleiche nochmal als Audio-Erklärdatei. Das war für mich auch sehr einfach, das zu erstellen. Dann haben wir das, was sonst in der Projektwerkstatt von dem Projektinitiator gemacht wird, nämlich die Erläuterung der Projektpräsentation mündlich. Das habe ich hier auch eingesprochen. Und gleichzeitig dazu, analog zur Projektwerkstatt, kann man dann hier oder konnte man hier parallel die PowerPoint-Präsentation laufen lassen. Und was wir sonst in einem echten, in einem Realformat nicht haben, hier nochmal Zusatzinfos. Dafür ist sonst nämlich gar keine Zeit. Und dann waren eben diese vier Fragen, die wir sonst bei der realen Projektwerkstatt auch haben, in der Teilnehmerdiskussion, nämlich was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gut finden, was noch verbessert werden kann, was noch geklärt werden muss und wo vielleicht noch Fragen sind. Und dann muss man halt hier einfach nur draufklicken und kann etwas hineinschreiben. Das ist eben über eine Woche dann nach und nach gewachsen. Und ich habe natürlich auch jeden Tag auf diese virtuelle Pinnwand geguckt und habe immer dann auch die geschriebenen virtuellen Kärtchen so ein bisschen sortiert und auch farbig hinterlegt. Ja, auf jeden Fall. Und der Arbeitsaufwand, der in Anführungsstrichen zusätzliche fürs Regionalmanagement ist gar nicht so groß, weil die Unterlagen, die hier auf dieser virtuellen Pinnwand angepinnt sind, das müssen wir ja sowieso machen für die Präsenzveranstaltung. Ich fand das auch toll, dass man dann ein bisschen mehr selber recherchieren konnte auch und sich mehr Gedanken gemacht hat zum Projekt, als wenn man jetzt 3 Stunden vor Ort sitzt und alles ganz schnell geht. Also was ich sehr positiv fand, war tatsächlich, dass man nicht in irgendeiner Weise räumlich zeitlich gebunden ist. Also ich habe mir das tatsächlich abends im Bett angehört. Ja, also ich denke, das ist eine große Chance, nicht nur in Corona-Zeiten oder Pandemie-Zeiten, sondern auch um Familie und Beruf zu vereinbaren zu können. Und ja, die Flexibilität ist ein großer Pluspunkt und auch, dass die Fahrtwege hier im ländlichen Raum dadurch gekürzt sind oder gar nicht vorhanden. Zeitliche Ungebundenheit ist hervorragend. Ich hätte in Zeit meines Jobs also wesentlich häufiger teilnehmen können, nämlich eigentlich jedes Mal. Vorher vielleicht bestenfalls im Groben mit der Technik vertraut machen. Ja, keine Scheu. Man muss nicht besonders technikaffin sein, wenn es gut vorbereitet ist, so wie in diesem Fall. Ja, für die Kolleginnen und Kollegen aus den Regionalmanagements, die so etwas vorhaben, kann ich nur sagen, Schulung bei der Deutschen Vernetzungsstelle über Online-Tools machen. Oder sich ja entsprechend auch einarbeiten und ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und die Scheu überwinden. Nutzen Sie die Chance und nehmen Sie die wahr. Kaffee dazu und das ist super.